Na? Da ist der kleine Ahornbaum in meinem Garten. An einem kleinen Hügel. Kleiner Ahornbaum, na ja, so ein paar Jahre alt ist er ja schon. Recht jung noch für einen Baum. Aber er hat schon eine Menge erlebt. Man hat ihn gekappt. Ja, seine Krone. Gekappt. Weil die Blätter fehlen. Und das stört natürlich, nicht wahr? Warum stört das eigentlich Leute? So schön sieht es aus, wenn der Wind dadurch weht, durch die Blätter. Das rauscht. Klingt so geheimnisvoll und beruhigend. Auch wenn sie durchgezauselt werden, es macht gar nichts. Es klingt immer schön, denn er hat sich erholt. In diesem Jahr wird ihm das niemand antun. Er ist mein Freund. Ich beschütze ihn. Ja, es ist ja nur eine große Hilfe, nicht wahr? Weil Blätter gefährlich sind, wenn sie denn fallen. Erst freut sich jeder darüber. Im Frühjahr freut man sich, wenn sie sprießen, wenn sie austreiben, die Bäume. Wenn man die Spitzen der Blätter sieht. Hurra, es ist Frühling, die Blätter kommen. So schön frisch und grün. Dann mag man es wieder sehen, wenn sie ganz und gar da sind. Auch die bunten Farben, aber dann geht's schon los. Danach fallen sie. Und dann stören sie. Ja, dem wollen sie beikommen, indem man die Bäume nicht zu groß werden lässt. Viele Leute pflanzen sich Bäume und müssten doch wissen, dass die auch wachsen werden. Aber das wollen sie nicht, merkwürdig, ne? Ich wollte gerne mal die Blätter wenigstens so wachsen lassen und die Äste so formen, dass es eine Laube ergibt irgendwann. So würde es nicht zu sehr nach oben wachsen. Und man könnte darunter sitzen. Er könnte. Tja. Zusammenwachsen eines Tages mit dem anderen Ahornbäumchen im Garten. So habe ich mir das vorgestellt. Bloß wenn es natürlich immer wieder gekappt wird, haben sie keine Chance. Dies Jahr schon. Denn ich pass auf. Der Herbst, der steht jetzt vor der Tür. Wunderschön war es heute. Hoffentlich war es überall so schön. Ha. Ich mach mal ein paar Bilder davon und zeig meinen kleinen Ahornbaum. So ein stolzer. Ha. Prächtig. Er wird bestimmt noch ganz toll. Pass drauf auf.